Jugendtakt ist ein Hackathon für Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren, wo die ein ganzes Wochenende lang hierher kommen zu uns ins Eigenbaukombinat und an Projekten arbeiten, die sie sich selber ausdenken. Es geht also darum, dass die Jugendlichen, die hier teilnehmen, sich Projektideen ausdenken aus der Welt der Informatik zu gesellschaftlich relevanten Fragestellungen. Das heißt, es soll eben vermittelt werden, dass man mit solchen Kenntnissen einfach auch eine gewisse Fähigkeit einhergeht, irgendwas für die Gesellschaft zu tun und nicht nur Geld zu verdienen zum Beispiel. Die Open Knowledge Foundation zusammen mit dem Verein Mediale Pfade machen das seit 2013 jedes Jahr und seitdem kommen auch jährlich immer neue Städte dazu, die das in Regionalveranstaltungen kopieren sozusagen. Also ich wollte schon immer mal ein bisschen programmieren lernen und so an Open Source Projekten rumspielen mit der Unterstützung von anderen Leuten. Und da habe ich das dann einfach mich angemeldet und habe mir gedacht, dann kann man ja mal hingucken und das mal für ein Wochenende ausprobieren. Die können sich hier austauschen, können voneinander lernen, miteinander lernen, haben zusätzlich noch ganz versierte Mentorinnen und Mentoren, die sie unterstützen und weiterbringen können. Ich kümmere mich heute um die Entwicklung von der Homepage. In dieser Homepage geht es darum, Massentierhaltung an dem Beispiel von Hühnern zu demonstrieren. Und das ist eher eine Einführungsgruppe mit wenig technischem Vorwissen. Wir kümmern uns irgendwie darum, die ersten Erfolge im Bereich Webseitengestaltung, Webseitenentwicklung herzustellen. Also wir arbeiten an einem Roboterarm und der Roboterarm, der soll unter anderem Farben erkennen und zum Beispiel dann in Gläser oder Tassen Wasser oder andere Flüssigkeiten einfüllen. Wir erkennen jetzt hier nur den grünen Punkt und der Rest, der ist weiß. Also bei Jugendhackt macht man halt sozusagen ein Gruppenprojekt, das man dann innerhalb von 2 Tagen schafft. Und am Ende wird das dann halt vorgestellt und zwischendurch sind halt noch viele Präsentationen. Außerdem haben wir noch einen ganz spannenden Punkt, das ist die Diskussionsrunde zur Hackerinnenethik, weil das ist nämlich ein zweiter ganz wichtiger Pfeiler von Jugendhackt. Mit diesen technischen Fähigkeiten, die die Jugendlichen haben, kommt auch Verantwortung einher. Also wenn ich programmieren kann, habe ich ja irgendwie auch eine gewisse Macht. Und was kommen da für ethische Fragestellungen zum Beispiel noch mit? Unser Problem, das wir lösen wollen, ist eben, dass momentan ja niemand weiß, ob die Webseite mit dem Inhalt, wie ich sie sehe, für jeden anderen auch so aussieht. Wir haben halt ein eigenes Level gemacht, halt nicht von den Designern selbst designt, wir haben es halt selbst gemacht. Also wir wollen hier nicht nur coole, kompetente App-Entwickler hervorbringen, sondern es geht auch darum, dieses Bewusstsein zu entwickeln für Verantwortung, die man hat und was es bedeutet, mit Technologien umgehen zu können. Ja, zum ersten Mal bei Jugendhackt. Ich war aber schon oft beim Jugendhackertag. Der findet jeden vierten Samstag im Monat hier statt. Da kann man halt löten und programmieren und das ist halt das in klein sozusagen. Jugendhackt passt perfekt ins Eigenbaukombinat, weil es hier eben alles gibt, was man für einen Jugendhackt braucht. Man braucht einen Hackerspace, man braucht die Mentalität der Leute, man braucht die Einstellung, man braucht auch Lötkolben und Elektronik. Das alles haben wir hier. Wir bauen nämlich ein T-Shirt mit einem Display. Wir wollten halt, dass die Leute nicht ständig neue Klamotten kaufen, sondern einfach die alten wiederverwenden und irgendwelche Bilder auf ihren T-Shirts einblenden können. Das T-Shirt ist auch schon fertig und jetzt löten wir das halt noch um und dann könnten wir es auch mit Klettverschluss an dem T-Shirt befestigen. Ich finde es super wichtig vor diesem gesellschaftlichen Hintergrund, dass ganz viel da draußen in der Welt mit Wettbewerb passiert und oh, wir brauchen jetzt alle Digitalisierung und wir geben einfach Geld aus und keine Ahnung was. Das war unsere Präsentation. Statt dass man einfach mal zu den Menschen, die es eigentlich betrifft und die auch echt viel Ahnung haben, hingeht und sagt, guck mal, wir haben hier irgendwie einen Raum und wir geben euch die Möglichkeiten, macht einfach mal und einfach, was euch in den Kopf kommt, sucht euch Probleme, die euch im Alltag beschäftigen und versucht dafür Lösungen zu finden und nicht irgendwie irgendwas, was ihr am Ende verkaufen müsst. Ja, genau. Also das ist das große Team von Jugendhackt Halle.